heilige Stadt der Waldrasse. Stadt der Waldrasse. Ohne Scheiß. Hat man sowas schon mal gehört? Leute, das ist echt. Das ist die Dunkelheit. Ja, das ist jetzt im Prinzip unser Auftrag. Wow. Ja, wir freuen uns immer noch über diesen wunderschönen Vorspann, der auch bald aktualisiert wird, wie wir ja wissen. Wir sind immer noch im Schlangentempel oder im Vorbereich des Schlangentempels. Und der Chat hat sich entschieden, das Schwert doch nicht zu wechseln. Der Vorschlag wurde hier überwiegend abgelehnt, was unter anderem daran liegt, dass wir das Schwert ja leveln, durchs genau. Benutzen und wir dann nicht besser werden. Wollen wir einmal, ich gehe mal einmal hier links, ja, mal schauen, was hier unter den drei Schlangen des roten Zwischen wir direkt sterben. Nee. Kein Geld. Wasserfall, weiß jeder, muss man einmal. Oh, der Chat hat gerade den Fehler im Trailer entdeckt. Welchen Fehler? Den Namensfehler? Den Sky, ganz genau. Aber Richter Sky ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, das ist ganz cool. Sky Richter, ja. Das wäre ein guter Nick. Aber das passiert, wenn wir auf Schulbildung keinen Wert legen, wenn wir hier die Leute einstellen. Was sagst du von Schulbildung? Das ist für mich so verhalten. Oh, guck mal, da oben, das kannst du bestimmt runterschießen. Meinst du? Aber das würde einen gezielten Schuss vor. Sollen wir es probieren? Na, oder du fällst irgendwann runter. Ach, da liegt was, ne? Ja. Die Frage ist, von der anderen Seite, das sieht auch so niedrig aus. Ja. Jemand stirbt nach rechts, ob da ein Weg ist praktisch dann drin. Weil wenn du jetzt rechts gehst und dann so schräg guckst. Mhm. Oder wenn du von oben kommst und mit ganz viel Druck hinten reinpinkelst. Wo genau? Ach, du meinst jetzt da rechts irgendwo? Ja, ob man da irgendwo wo ein Loch ist, sodass der Urin das mit enormem 5 Bar da rauspresst. Urin? Ja, oder du machst so kleine Köhlchen, die vielleicht sehr, das mitreißen. Sehr, sehr, sehr toilettenorientiert heute. So. Liegt an der Pizza, ja, was glaubst du, was du da bist? Glaubst du, das ist hier die Frischwasserversorgung jetzt oder was? Pass mal auf. Du bist hier gerade in Kingsfield in einer Wassertoilettentauergebiet. Nee, das wird nichts. Das kann ich auch nicht treffen, das ist doch viel zu klein. Ja. Du musst so richtig einen Dicken absetzen. Nee, ich glaube, das soll nicht so. Mal gucken. Vielleicht wird das Wasser ja auch irgendwann trocken gelegt und dann rutscht das raus, weil es trocken ist. Nein, vielleicht, dass in der Treppe erscheint. Ach so, ja, das ist okay. Mal eher mal ein bisschen logisch denken. So ja, dumm sein. Das würde ich beim Designrunde Kingsfield 4 würde ich genau das so pitchen. So, ich bin jetzt gerade ausgegangen. Hier ist eine Höhle. Jeden Kartografen vor einer unfassbaren Aufgabe. Okay. Ach nee. Wollen wir hier erstmal weitergehen? Oder den Weg des Wassers? Im Gegensatz, also ihr wisst. Das will man haben. Den Was Schild. Ist das? Chuchu. Und da hinten ist eine Behausung. Oder einfach nur ein Kellerabteil. Ey, was für ein Vollidiot. Was geht auch hier in die Höhle nur mit einem Schild bewaffnet? Ja, vielleicht wurde der Rest schon geklaut. Vielleicht ist es auch so ein Schlitten. Wo du dich raufsetzt und dann hast du die Griffe, wo du dich fest für zwei Leute, deswegen zwei Griffe hintereinander und dann wui! Und weil die Schlangen so viel Feuerhitze machen, ist das schon geschmolzen. Jetzt wird's albern. Tut mir leid. Ist doch immer übertreiben musst. So, jetzt gucken wir erstmal gemeinsam. Körperschild. Ein langes Schild für volle Deckung. Nein, ich möchte nicht den HP-Gewährleistungsstatus überprüfen, lieber Computer. Kannst du mich bitte verdammt nochmal in Ruhe lassen? Wie viele HP haben wir denn noch? Das hat RPG-Humor. Hattest du gerade einen Joke gemacht? Nein, ja. Oh, fuck, Mann. Einmal am Tag und sorry, ich verpasse. Ich hatte extra die Uhr gestellt. Oh. Und die Tür ist aber da auf. Ist die Toilette. Einfach macht er auf. Macht einfach wieder zu. Da kriegst du den Floater her, mit dem du nachher das Amulett kriegst. Meinst du, dass der sagt? Nein. Die puppern alle hier und die schmeißt du denn von hinten wie... Das ist ja wie bei... Die sehen so Avatar-mäßig aus, ne? Also wie der Film jetzt da hinten. Was? Die Blaumenschen. Hä? Findet ihr nicht da hinten? Avatar. Ist. Können wir Krankenwagen rufen? Sich Colin Haare. Verliert seine so, Sehkraft. Ich weiß doch, ich weiß, ja, was du meinst. Mit dem spitzen da. Ohr und dem Verband und so. Wenn man bei der Auflösung nicht genau sieht, ob es Ohr ist. Das sind die anderen Krieger, die hier. Die sogenannten Blaumenschen. Wie kommst du da denn drauf? Alter, hat ein geiles Gesicht. Ich habe meine Gruppe nur für eine kurze Zeit verlassen. Als ich zurückkam, habe ich die... Was?
Ah, erste Belohnung. Ah, geil. Ist das vielleicht mein erster Halsschmuck? Das sieht aus wie ein Brückenstein, oder? Nee, das war schon so. Der hat aber ein ganz cooles Gesicht. Ja. Also das sieht irgendwie... Das sieht so ein bisschen ungewöhnlich. Er sieht ein bisschen aus wie der Kopf von Terminator 2. So ganz leicht. Weißt du? Ne? Mhm. Nur so diese erste Medizin. Jetzt ist schon vorbei, weil du zu lange drauf geguckt hast. Das tut mir leid. Auf diese Reise kann ich dich nicht begleiten. Schade. Aber wir gucken doch direkt mal, was dieses wunderbare Teil uns bringt. Ich habe nämlich das Gefühl, es ist endlich mal... Wir haben ein, zwei Slots, in denen wir fast nichts bisher unterbringen konnten. Obwohl, das war auch nichts fürs Hand. Da, Nacken. Warum habe ich da nichts für Nacken gefunden? Was war das denn, was er mir gerade gegeben hat? Dir Nacken. Meinst du, war das so ein Kopfring? Ich habe einen Kopfring. Okay, dann müssen wir doch mal direkt in die Teileausrüstung schauen. Ist das eigentlich Feueralarm oder ist das in der Musik hinten, diese Klingel? Das ist die PS4. PS3. Die ist so laut. Ja. Oh, hier. Die Feuerstatue. Zeremonielle, die verlorenes Feuer wiederherstellt. Zeremonielle? Zeremonielle, genau. Ist das korrekt geschrieben oder ist das Feuer ein Typo? Das sogenannte Zeremon. Ah, stimmt. Zusammen mit den Mollusken vor Äonen das Universum geschaffen. Ihr beide brennt heute richtig, ne? Was Humor angeht. Also vorsichtig sein, dass nicht die Feuerwehr hier gleich rein. Das sieht ein bisschen aus wie aus G.I. Joe und Terminator 2. Du möchtest also Frisur hat er beim US 50er Jahre. Wer sie sind. Wer wir sind. Wer wir sind. Nicht wer sie sind. Ja. Schlangensymbol. Du bist nur fürs Kartenschreiben, nicht fürs Lesen hier, dann ist okay. Alles klar, Herr Riskich, Task Guy. Das Reinkommen. Meine Schlange macht das Reinkommen sehr leicht. Alter. Komm, sieht aus wie Dietrich, oder? Das funktioniert aber auch nur, wenn sie denn nicht auch besonders groß ist, ne? Sonst wird es nämlich schwer. Die schwarze Natterzunge. Okay. Wir sind echt gerade bei der deprimierendsten Stelle im Spiel. Dumme Witze. Ja, aber wie lange kacken die da auch? Ja, die sind kaputt. Vor allem, wie nah sitzt der mit seinen Eisenschuhen am Feuer, als ob der nicht schon voll die Brandblasen hat. Vielleicht kocht er sich selbst um normal. Guck mal hier, ist das auch noch, oder was? Der hat schön, ist das ein Ei oder ein Eintopf? Das sieht aus, als ob er gerade so ein... schön aus der Kokosnuss. Das, aber so eine freche Antwort verdient eigentlich Stahl zwischen den... Aber du hast recht, das ist ein Ei. Das finde ich ganz geil, so ein kleines Detail, oder? Das sieht aus wie ein Ei, ne? Ja, wie der Löffel gerade, das ist wahrscheinlich hier eins von diesen Höhlenschraten. Und der denkt nur ans Essen. Junge, ich bin am Verhungern. Okay, das ist sein Standard-Quote. So, das ist aber gefällt mir hier. Willst du jetzt hierbleiben und nicht weiterspielen? Ja, ich setze mich zu ans Feuer. Zu Kochfuß. Okay, aber die haben sich einigermaßen gemütlich hier gemacht, möchte ich behaupten. Zumindest sicher. Ja, aber die Schlangenmenschen sind auch zum Glück dumm. Das heißt, sie wissen nicht, dass man Türen öffnen kann. Sie wissen vieles nicht. Und das werden wir gegen sie ausspielen. Okay. Rechts sind wir hergekommen. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr. Ja, ist egal. Als ob ich es vorher gewusst hätte. Oh. Nessie. Unglaublich. Aha. Ne? Ich, mein Gefühl sagt mir, dass das der. Da geht's der Weg durchs Wasser. Das ist natürlich die Frage. In der Verbindung könnten natürlich noch Sachen sein, ne? In der Verbindung zwischen Schlangen, Wasser, ab. Jetzt kämpf gegen Nessie. Naja, erstmal komm. Pass auf die Pilze, ne? Mhm. Komm. Mach. Ja. Auch schön dein Ding da. Komm. Ich dachte mal, ein Gold liegen. Doch, 4. Die verneigen sich aber auch so ein bisschen vor ihrem König. Ne? So können wir es auch deuten. Oh, da hinten ist wieder eine neue Variante des Alien.
Gegnertyps. Wie in einer neuen Blauschattierung? Ja, mit der sie wirkt Stellern. Oh ja, Chroma-Schlange. Oh, das sieht aber. Alter, der wirft mit der macht das aus, weil ich immer richtig. Ey. Oh, nicht so. Da hinten ist noch ein Buddy von dem. Ja. Aber er hat vergessen, dass ich da bin. Schön in den Arsch jetzt. Ich könnte vielleicht so eine Stalle. Nee, das wird nicht klappen. Pass auf, jetzt hast du Doppelangriff. Ja, aber die. Oh! Guck mal. Aber, der kriegt keinen Schaden, ne? Jetzt vielleicht. Rot aufblinken. Da hinten ist sogar noch ein Dritter. Oh. Ach, dumm. Also, ich benutze eigentlich jetzt das Zeug nur so inflationär, weil ich weiß, dass wir relativ nah an einer. Ja, deswegen nämlich. Ja, genau. Das machst du auch sehr klug. Ey! Alter, ich hab doppelt geschossen! Ja, krass. Stopp. Weil du gerade eine Stufe aufgestiegen bist. Geil. Komm, mach's gleich nochmal. Außerdem kannst du beide erwischen, wenn du mal gerade schießen würdest, ja, wenn wir in einer Linie sind. Alter, die sind, glaube ich, jetzt. Der heilt sich. Meinst du, das ist heilen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Oder der pupst lustige kleine Feenstäubchen. Aber er ist in der. Hast ihn. Oh, geil. Ey, das finde ich super geil. Ich hoffe nur, dass dieser doppelte Schuss nicht auch doppelt. Ich hoffe, dass das nicht nur eine Einzelaktion war. Macht er das jetzt jedes Mal? Ja, geil. Guck mal, die sind ja auch zielsuchend da hinten. Nein. Doch, guck, pass mal auf. Aber, ach so, jetzt neuerdings, oder was? Ja, also eben haben die den Gegner getroffen. Ja. Also genau wie du sagst, und danach sind die abgebogen und Richtung Pilzfreaks gegangen. Wirklich? Okay. Das kannst du jetzt okay. Ich ziehe mich zurück, 5 Meter. Das sind die alten guten Doom-Skills von Doom 1 und 2 an der Konsole, wo man auch mal schön mit den Schultertasten strafen musste, um den Imp Feuerbällen auszuweichen. Gut, die war ein bisschen schneller. Aber das war eine schöne Zeit. Geist H2. Deswegen sind die Pilze nämlich auch gestorben. Das habe ich nämlich aus dem Augenwinkel betrachtet. Okay, das war jetzt nicht so gut, aber. Ah, da muss das natürlich heilen. Ja, pass auf, lass ihn nicht. Und jetzt gibt Double Strike hier. Dab, dab. Ja. Dab, dab. Ha, Doppelflucht hier, meine Freunde. Schlechter Atem. Oh, die ziehen dab. Aber. Die ziehen gut Energie ab, wenn die so einen richtig schönen. Ich muss mal einen Kraut werfen. Ja. Springen sie wieder. Dab. Ah, vor allem, die locken mich auch wieder in irgendeine Falle zu ihrem Herrn. Das sah aus wie so ein. Das ist der mächtigste Spell des Spiels, ey. Okay, den habe ich aber noch mit. Hast du ihn? Ja, sehr gut. Ich wollte ihn nicht. Vielleicht heilen die sich doch nicht. Vielleicht ist das wirklich nur ein Buff oder so. Da hinten liegt noch ein Stück Gold, wo die Pilze waren. Komm. Und? Das ist keine Heilung, das ist irgendein Buff. Das ist irgendwas noch Bösartigeres. Okay, haben wir aber auch nicht Gold. Und, oh, noch ein Heilkraut. Also ein Heilding. Ich muss auch mal kurz umgucken. Hier links ging es auch noch her, ne? Ja. War das der einzige? Ja, das hier, ist. Ja, links und rechts. Ich mal komplett links rum. Ja, also da sind wir hergekommen, da war aber nichts weiter. Okay, alles klar. Dann geht's zum anderen Bereich. Ich gehe jetzt mal in den rechten Arm, ne? Oh, draußen, frische Luft. Endlich. Wir waren lange nicht mehr draußen, oder? Ist das Speicher? Nee, das ist Pentagramm. Das ist erstmal ein Teleport. Das ist entweder ein Bienenstock oder. Ey, da ist irgendein super wichtiger Charakter drin, der uns jetzt irgendwas lehrt. Vielleicht kann ich hier das Feuer neu entfachen oder so. Das sieht so aus wie so ein großes. Aber lauf erstmal einmal drum. Ja, genau. Genau. Hier kriegst du auch deine erste Halskette dann. Oh, was ist da unten? Nix, ne? Naja, ich schwimmen ist nicht gut. Das ist ja unter Wasserlevel da, ne? Ja. Oder oben. Oh, guck mal. Da ist wieder ein Insekt. Also hier könnt ihr ja komm halt her, wenn du. Sterben willst, komm zu mir. Ja. Alter, da wurde ich doch schon wieder. Halt, stopp! Ich bin gerade rückwärts in diesen Raum gegangen. Ja, kein Problem. Und draußen ist noch so ein Chroma-Eichse. Ja, warte mal. Schnell einmal mit dem Erdstärkungsmittel heilen. Magische Kraft hoch. Oh, wir haben wieder eine Ebene genommen. Und jetzt wollte ich das mal einmal checken. Ich habe mir nämlich 75 gemerkt bei Attacke, Windattacke, ob das sich jetzt irgendwie geändert hat oder ob man an der Anzeige jetzt sehen kann. Stufe 3, nee, ist immer noch 75, aber dann doppelt. Doppelflugschwert, doppelter Schaden über doppelte Distanz. Also, das ist wirklich super. Mhm. Alles doppelt. Ja. Bei gleichem Invest. Wie bei Twix.
Oh, der ist blau. Der ist blau. Okay, 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 okay. Der ist schnell. Das ist der. Der wohnt hier. Und noch ein. Oh. Zauber. Mhm. Oder Schlag. Ja, ich schlag jetzt. Die haben gar keine Nahangriffe, ne? Doch, aber die packen sie selten aus, im Gegensatz zu ihren Geschwistern im Tempel. Er kann nicht zurück, denkt er. Genau, schön. Okay, 78 Gold. Okay, ihr einmal hier rumgehen. Wir ignorieren. Das Pentagramm habe ich schon eingezeichnet. Mhm, sehr gut. Das heißt, hier kommen wir weg, aber nicht zwingend hin. Bitte, das ist was liebe ich. Was ist denn da hinten? Kennt man das vielleicht? Ist das vielleicht der Eingang? Nachher ist das der Anfang oder nee, so? Nee, das ist zu lang für den Anfang. Irgendwie vielleicht ist es auch die Feuertreppe, die wir vorhin gegangen sind. Doch, das könnte sein, dass wir von hier aus dem Gebiet gekommen sind, dass das der Maya-Bereich ist. Nein, sozusagen. Nein, wir sind, da ging es nicht runter, wo wir rübergegangen sind. Nee? Das war eine gerade Ebene. Da geht's rein später, da ist der Endboss. Stimmt, das war auch im Dunkeln, irgendwo ganz tief dunkel. Da, okay, ja. Okay. Immerhin ist das eine Sackgasse, das kann ich schon mal so einzeichnen. Und wir finden, einen wunderbaren Anhänger. Ja. Von des Meisters Hand gemacht. Okay. Hände, Brust, Beine, Ringen, Handgelenk. So, endlich was für einen Nacken, bitte. Ja. Eieiei. Ah, mein erster Nacken. Diebkette, die sollte man beim Schlafen aber abnehmen. Das kann sehr schmerzhaft werden. Ist das geil. Der wird fast unsichtbar. Da es ja kein PvP gibt hier. Dann brauchen wir nie wieder das kämpfen. Geilste sein. Ja, ich kann mich irgendwie an alles ranlunzen jetzt. Mhm. Lass mal schauen, was die. Wer kennt das noch nicht jetzt? Wer die Diebeskette trägt, wird sterben. Schütze den Träger der Statue mit Feuer. Also soll man den mit Feuer schützen oder der. Die Statue mit Feuer soll geschützt werden, ich verstehst glaub, du? Also den Typen, der die Statue trägt. Also könnte es bedeuten, es gibt 10 Leute und einer. Und der Wichtige ist der Feuer trägt. Oder ich soll jemanden mit Feuer beschützen. Ja, so würde ich auch verstehen. Wir haben uns wieder am Rätsel gestellt hier, die Übersetzer. Mal gucken, was im Turm ist. Vielleicht, gucken, vielleicht ist da ja genau das, was da beschrieben ist. Ach, das kommt ja nicht durch. Zu breit gebaut. Mhm. Was? Da kommen wir auch nicht durch. Probier es gar nicht erst wieder rein. So, jetzt gehen wir rein. Erstmal links gucken, ja, ne? Natürlich. Ah, Geheimgang. Das wäre zu schön. Nee. Man kann nicht, wenn ich schnell renne, oder doch, wenn ich gleichzeitig nach rechts strafe und schnell renne, dann habe ich einigermaßen im Blick, was vor mir liegt. Aber es zieht nach rechts außen, der Blick. Aber ich bin zu faul, um langsam zu laufen. Okay. Was haben wir hier? Du musst eigentlich ein NPC sein, oder? Eine. Was ist das? Ja, 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 da ja, das, das kommt mir aber bekannt. Geh mal einen Schritt zurück, was ist das? Ist das so ein riesiger... Was meinst du? Das hier? Ja. Nee, nee, das Ding. Wir gucken uns einmal ganz anschauen. Einmal genau. Einmal ganz, okay, das ist... was ist das denn da? Sind wir da hergekommen? Da sind wir hergekommen, genau. Was? Nee. Nee, da sind wir nicht hergekommen. Ja, wo kommst du denn sonst da hin? Hergekommen. Hier, ja? Runter, ja? Ist das noch so ein Ding? Ich, warte mal. Nee, ne? Nee. Nee, wir sind eben tiefer gewesen. So, da sind wir hergekommen. Ach, warte, okay. Ja, okay. Da sind wir rausgekommen. Ja, ja. Das heißt, vielleicht kommen wir da rüber jumpen gleich. Ja, das. Oder was heißt jumpen? Fallen. Einfach runter, genau, das ist gut. Das aber noch nicht. Erstmal. Und außerdem, darunter kann man ja auch vielleicht. Ne? Also, du hast jetzt mehrere Höhlen, die du rein kannst. Jetzt ist hier richtig. Es sei denn, man ertrinkt da. Das wird man wieder nur rauskriegen. Nee, glaube ich nicht. Da hinten ist auch noch eine Höhle. Da kommst du, das ist der Weg rüber. Du siehst ja, dass es auch ein bisschen heller ist da. Ein bisschen strandig. Ich glaube, da kommst du raus, wenn ich nach meiner Karte gehe, ist es da, wo wir das Seemonster gesehen haben. Wenn du da weitergehen würdest, müsstest du da rauskommen. Meinst du? Das ist nämlich auf der anderen Seite der Feuertempel. Also diese Feuerschlangen waren bei mir im Osten und das ist aber der Westen. Einmal einen Schritt zurück. Ich will einmal sehen, wo du das da reinsteckst. In diesen... Ja. Nee, höher. Einmal ganz hoch. Ich will die Spitze sehen, dieses Phallus. Nee, es ist einfach... Ja, doch. Ein Feuer wird dann... Ein Stempelphallus. Wenn man zu oft gegen die Wand, sieht er so aus. Das sieht aus wie ein Phallus, wo einfach jemand flexibel oben abgesägt hat. So, jetzt wollen wir natürlich dieses wunderbare Schlüsselobjekt einsetzen. Ach, geil. Was wir hier wegschaffen in den letzten Folgen, das ist echt fast schon kriminell. Feierlich, ne? Oh, shit. Und es ist blaues Feuer. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus, finde ich. Nee.
da powert die Konsole nochmal alles aber raus. Blaues Feuer ist ja ein internationales Zeichen für Untote, ne? Und jetzt sieht man auch ein bisschen mehr da hinten fast. Oder ich möchte mir auf jeden Fall einbilden, dass man ein bisschen mehr sieht. Ja. Sieht ein bisschen mehr, oder? Ihr vielleicht nicht, wenn ich den Kontrollmonitor mir angucke. Ja, das ist ja wahrscheinlich Monitor. Voll gar nichts gesehen. Ja, das kann sein. Ich gehe hier noch mal einmal vorsichtig rum. Welcher Brücke reden? Ups. Okay, also geht ihr mit mir, wenn ich sage, ja, lass uns darüber. Mal da hinten, da sind ganz viele Pilze. Oder ja, so. Stimmt. Aber die werde ich von hier nicht treffen können, auch wenn ich da ja, kommst du nie hin, ne. Also. Okay, also hier runter, ne? Einfach speedy rüber, das klappt schon. Wann hast du den Spei? Und Geronimo, bitte! Ja, war ganz schön dramatisch. Zum Glück warst du höflich. Ja, und da unten sind wir jetzt hergekommen. Ja, das ist doch. Ja? Dann machen wir so einen, also einen Pilz runter. Warte mal, jetzt gucken, ob der eine Kante ist. Pilze sind super. Pilze sind wichtig für Geisteskräfte. Hm. Ich probiere mal einen mit so einem. So, ungefähr. Womit? Mit einem mit Doppelding? Wind. Ja. Oder lieber den da, weil. Du doch da, wo mehrere sind. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man. Ja, ne? Ja. Mal probieren. Und? Super. Na, war ein bisschen zu tief oder? Na, wahrscheinlich. Ja, noch jetzt ein Stück nach rechts. Na? Probier mal. Okay, das war jetzt aber gut. Ja. Aber das ist auch komisch da oben. Ich glaube nicht, das kann tiefer. Scheiß auf die Pilze. Du läufst jetzt praktisch da rüber. Ich gehe jetzt genau. Ich gehe jetzt über. Genau, du gehst erstmal da, weil du eine Sackgasse vermutest und dann sicher gehen willst, ja, dass da nichts ist. So sieht es nämlich aus. Oh, jetzt. Ja, komm nur her, mein Freund. Komm, die fliegende Heuschrecke. Gepa. Daneben. Aber ich hoffe, sie hält sich auch an unsere Distanzabmachung. Natürlich Colin nicht. Guckt sie dir an! Squatched. 71 Gold. Schön, dass mit vollen Taschen angeflogen kam. So, einmal in aller Pracht angucken, sehr gut. Kann man sich schon mal angucken, sowas, mhm, ne? Jetzt schauen wir nochmal hin, war ja eine Höhle. Und vielleicht hast du natürlich recht, Dennis, dass sie zurückführt. Bestimmt. Aber dann wäre ja ein bisschen wenig gewesen. Also gut. Das Feuer ist ja schon mal. Ich habe ein bisschen Spook. Ich habe das Gefühl, dein Metallica-Flipper macht sich eigenständig. Macht sich eigenständig, das ist schön formuliert. Macht sich selbstständig. Ja, da kannst du hinlaufen, ne? Aber vielleicht musst du nicht runterspringen, sondern gehst in die Höhle und kommst da unten raus. Ja. Ich hoffe. Ich auch. Okay, ich will jetzt nicht in die Höhle, sondern ich will in diesen Turm. Hoffentlich geht die. Oh, die führt nach rechts. Ja, aber wieder nach links. Sehr gut. Rechts leuchtet die Wand ein bisschen, aber das ist nichts. Ja, einmal schlagen. Komm, einmal schlagen. Komisch, ne? Auch diese. Hatten wir ja ein paar Mal so, das so Grafikfehler. Sehr gut. Fall bloß nicht rechts runter. Messi ist leer. Ja, das ist der, ne? Ist die böse? Ja, ne? Bestimmt. Sieht nicht aus wie ein Reittier. Ja, ein bisschen schon, der keine Arme mit uns packen kann. Oh, aber die hat nur zwei Extremitäten da und den Schwanz. Einen langen Schwanz. Sie schreit auch. Ja, ein bisschen Mitleid, aber sicher. In dieser Welt ist alles tödlich. Du kriegst halt voll Erfahrung, wenn du die platt machst. Oh, hält nicht viel aus. Aber wir sind einfach super krass. Ich glaube, es ist eine Kombi aus beidem. Mhm. Komm. Ich kann es doch auch mit deinem Windding einfach jetzt wegballern. Ja, aber, ja gut. Könnte ich. Oder meinst du, das ist nicht gut für dein Schwert? Nicht schlecht. Das tapfere Schneiderlein, ne? Gut, ich habe ja auch Doppelmünzer gehabt jetzt, ne? Okay, einmal gucken, wo die Höhle uns hinbringt. Wir müssen irgendwie nach links, wenn wir unseren Plan verwirklichen. Ah, das, noch du mehr hast vollkommen davon recht. Aber Moment, halt, stopp. Wenn wir nachher wieder zurückgehen irgendwie, zu dem Anfangsgebiet, da ging es ja auch durch dann die Wasserkürzung. Das ist quasi Abkürzung, ja. Glaube ich auch, dass das wir jetzt quasi oberhalb dieses Flusslaufs sind. Wir sind super gut gelaufen. Wir sind direkt smart gelaufen, hoffe ich. Jetzt langsam müssen wir aber nasse Füße bekommen, oder? Ich hatte Angst gehabt vor der Öffnung. Vor der Wand, ne? Ja, ja, so ein bisschen alles flüssig. Ja. Okay, links müsste jetzt das Strandgebiet sein, ne? Mhm. Was bist du denn da für ein Weg gelaufen? Da oben her irgendwie. Ja, ist die Touri-Ecke hier. Okay, ich drehe mich noch mal einmal um zu gucken, was hier. Ich bin sogar ein bisschen. Ach doch, da kommen wir jetzt natürlich hin. Da steht was. Hinten. Statuette.
Ja, das ist eine Speicherstatue. Okay, dann sollten wir die natürlich als allererstes. Ja, machen. Genau. Auch wenn ich leider das Gefühl habe, hinter uns sind noch ganz viele zu entdecken. Ne? Ja, aber das sieht so spannend aus. Ich will hier diese das Pyramide. Sieht spannend aus. Das sieht verdammt spannend aus. Aber vielleicht kommen wir ja auch noch nicht hin, weil zu viel Wasser ist. Aber das werden wir probieren, aber erst noch dem. Mit dem Luxbrech. Ja. Hier ist auch so viel Platz. Ihr könnt auch von oben jetzt was runterfallen. Praktisch bist du eigentlich hier jetzt. Bist du hier sein? Okay. Und das ist hier der Speicherpunkt. Mein Gott, ist das spannend. Ich bin mal gespannt. Das Schöne ist, ich weiß überhaupt nicht, wie weit wir sind. Also, ne, wie lang das Spiel noch ist. Höchstens an diesen beiden von, wir konnten ja schon 2 von 4 Truhen öffnen. Das so, immer so ein, ist ja manchmal so ein Das ist auch schön, wenn du nicht weißt, wie lang das Spiel noch ist. Ja, total. Hast du das deswegen in der Dark Souls 3 Gruppe gespoilert, wie lang das Spiel ist? Das ist ja was anderes. Soll ich es mal probieren jetzt? Du stirbst uns, wenn es nicht geht. Weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Rasierschaum, ne? Oder wie? Ja, du verlierst. Nee, das ist nur. Oder wollen wir erst den Weg am Strand entlang gehen? Nee, jetzt bist du schon auf dem halben Weg drüber. Du wirst wahrscheinlich da was in die was Tür einsetzen. Was ist da links? Nix. Da guck dir doch. Das ist ein Fisch, Mann. Und ja, einen Fisch und gesehen oder was? Mein Gott. Du sagst, ja geh da jetzt durch. Nur ein Fisch. Ja, wir sehen nicht zum Angeln. Geh da einfach durch und gut ist. Ja, aber. Komm, ich will noch die Punkte mitnehmen hier und das Gold, was ihr im Bauch habt. Ja, ist irgendein Wasser-Pokémon. Du wirst sowieso was in die Tür einsetzen müssen, was du wahrscheinlich noch nicht hast. Und deshalb wird die Tür nicht aufgehen. Muss aufgehen, der ganze Weg. Die geht sehr schön, auf. Die nächste geht aber nicht auf. So, die geht auch auf. Pass auf, nicht, dass die Fische hinherkommen und dass Amphibienfische sind. Dass die Beine kriegen. Ich glaube, bis die Tür ist aufgegangen, das ist mein Tipp, weil wir hinten das Fackelding angemacht haben. Also, könnte. Ja? Einmal draußen schauen. Ja, hier ist um ja Planschwasser. Ne? Liegt genau. Da noch was? Man weiß es nicht. Nee. Aber das sieht alles aus, als ob wir keine Untiefen zu erwarten sind. Das ist schon mal gut. Das ist immer das Lustigste, wenn man am Strand ist oder so am Meer. Irgendwann kommt die Tiefe. Ja, oh, es geht vielleicht können wir sogar komplett am Runden. Das heißt, hier muss irgendwo ein Schatz liegen. Ne? Oh, guck mal da. Wir können einen Nebeneingang versuchen. Hat sich doch wieder gelohnt, hier die extra Mal zu gehen. Guck ich das an. Nee, da ist auch nichts, da geht's auch nicht. Da komme ich nicht hoch, brauche ich gar nicht probieren, auch wenn ich es kennen würde. Okay, erstmal Nebeneingang, ne, wenn wir schon hier sind. Betus, bitte. Ich habe gar nicht geguckt, ist das ein Seiteneingang? Ja, ich bin gerade einmal rumgegangen und habe hier diesen freigesprengten Bereich gesehen, den wir gleich gemeinsam haben. Aber ist es nicht zu tief, dass du da. Das werden wir gleich. Nee, wir können kurz tauchen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja, kurz tauchen das geht. Ist machbar. Genau. Aber wie lang das machbar ist, erfahren wir gleich. Dann müssen kurz da ist ein Fisch. Machen. Wir müssen klar. Da macht Pause, da ist ein Fisch. Der kommt. Oh, warte, ich drück Pause. Sehr gut. Kurze Pause, dann geht's weiter. Boah, das ist spannend. Das ist heute ist wirklich, möchte ich behaupten, die spannendste Episode, die wir bisher erlebt haben. Und kriegen wir doch noch ein Unterwasser-Level. Ja, schauen wir mal. Bis gleich, dann geht's hier weiter. Unter Wasser oder über Wasser. Mal gucken.